Hallo Leute und herzlich willkommen zu Formel 1. Kurz bevor das jetzt losgeht, möchte ich noch zwei Sachen erwähnen. Erstmal bin ich in einem Netzwerk, das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr mal auschecken. Ihren YouTube-Kanal, aber auch die Webseite ist der genau gleiche Namen. MYI Entertainment, also MYI Entertainment ist das Netzwerk, ja. Wie dem auch sei. Das zweite ist, unten in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Instant Gaming Link. Und wenn ihr über den Link mir zum Beispiel irgendein, also für euch irgendein Spiel kauft, dann bekomme ich ein kleines bisschen davon ab, ohne dass ihr mehr zahlen müsst. Wäre auf jeden Fall Ehre, wenn ihr das mal machen würdet. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay Leute, das Wetter sieht auf jeden Fall gut aus. Ist scheinbar beim Rennen und beim Qualifying nur bewölkt, von daher Glück gehabt. Okay Leute, da geht's auch schon los mit dem Qualifying. Direkt starten wir wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich alles angeschlossen habe. Scheint aber der Fall zu sein. Glück gehabt. Okay, wir sind ja hier. Ich weiß gerade gar nicht, wo das wir sind. Oh Gott, Alter. In Italien scheinbar. Ich weiß nicht, ist das Monza? Ich glaube, oder? Ich habe gar keine Ahnung, ey. Okay, ich versuche ein einigermaßen gutes Qualifying hinzulegen und bisher bin ich auf jeden Fall noch Erster. Okay, auch diese Kurve wieder gut gemeistert. Das ist auf jeden Fall. Es gibt einfach so ein paar Kurven, so ein paar Schikanen, wo wir uns ein bisschen konzentrieren müssen. Sonst ist es eigentlich, glaube ich, relativ easy und kann man vor allem nice durchbeschleunigen. Okay Leute, da wir letzten Rennen ein bisschen Probleme mit dem Motor gehabt haben, habe ich da auch mal noch ein Teil ausgewechselt, das ein bisschen abgenutzt war. Das heißt, wir haben hoffentlich für dieses Rennwochenende keine Abnutzungsspuren. Keine Ahnung, Alter. Okay, noch sind wir Erster, können wir uns die Pole holen? Ich glaube, oder? Wir haben die geholt. Ja, let's go, Leute. Das ist wichtig, denn damit können wir vielleicht das Rennen entscheiden. Okay Leute, das Rennen geht los. Ich bin gespannt, was gleich passieren wird. Ich hoffe, oh, Hamilton ist auch nur Dritter, Bottas ist Zweiter. Ich hoffe, die machen keinen Stress, to be honest. Weil es wäre ein bisschen scheiße, jetzt direkt in der ersten Kurve schon wieder rauszufliegen. Das habe ich gar keinen Bock. Alter, die erste Kurve, Digga, da muss ich mit dem Steuerer zu krass rüber. Es gab schon einen Unfall. Oh Gott, ich muss das Delta halten. Eieiei, es gab scheinbar schon wieder einen Unfall. Digga, es sind voll wenige durchgekommen. Alter! Digga, es sind halt schon wieder nur noch 13 im Rennen. Oh oh. Sind rausgekommen. Wir müssen. Oh, jetzt können wir wieder Vollgas geben. Alter, scheiße, es direkt einen Unfall gab. Ich würde aber sagen, wir lassen das jetzt so, oder? Weil ich meine, wir sind ja nicht beteiligt, außer wir fliegen gleich in den nächsten Kurve wieder raus wie beim letzten Rennen. Oh, war schon fast der Fall, Alter. Okay, es könnte sein, dass die Kamera gleich aussieht. Wie ich sehe, es hat sie nicht mehr wirklich viel Akku. Ich hoffe zwar nicht, dass das der Fall sein wird, aber. Scheiße. Und da ist schon der erste überholt. Oh, unser Teammate auch. Oh nee. Scheiße, Bottas hat uns auch überholt. Fuck, wieso sind die denn so viel schneller? Ist es immer noch wegen, weil wir nicht so ein gutes Auto haben? Wieso schaltet der überhaupt nicht in den achten Gang? Was ist los bei ihm? Logisch sind wir langsamer. Guck mal, wie die mir davonziehen. Das ist ja nicht mehr normal, ey. Schon wieder? Hä? Wir sind gerade mal eine Runde gefahren. Das kann ja nicht wahr sein. Digga, alter, Hamilton ist mit schon 4 Sekunden voraus. Wie kann das denn sein? Als wenn ihr Auto so viel schneller ist. Und da kommt Alan auch schon. Guck mal, wie viel schneller die sind. Ja, hat auch gerade wieder gesagt, ja, Verschleißer, Motor wieder. Unsere Leistung wird ständig zurückgehen. Das, oh Gott, Alter, ich hab übel nicht auf die Straße geguckt. Das ist natürlich jetzt belastend, Alter. Wir werden wahrscheinlich nicht diesen vierten. Das ist doch ein Scherz. Ich glaube nicht, dass wir diesen vierten Platz halten konnten, wollte ich sagen. Weil wenn wir. Ich habe mich halt die ganze Zeit konzentriert, um zu gucken, wie viel schneller das der hintere wieder kommt und so. Und dann bin ich voll in die Mauer gekracht. Mann, als wenn unser Motor kaputt ist. Alles klar, ich bin komplett ins Haus gefahren. Das war's komplett. Moin Science. Mach keine Faxen, Bruder. Okay, schneller als er sind wir aber noch. Okay, die Kamera ist ausgefallen. Also, ich hatte keinen Akku mehr. Okay, er lässt mir den Vortritt. Ehrenmann. Und hier, es tut mir leid mit der Facecam, habe ich jetzt natürlich vergessen. Ich war ja dieses Wochenende bei meinem Vater und gar nicht zu Hause. Von daher, ja, habe ich das jetzt ein bisschen verpeilt, weil es gerade Sonntagabend, ich muss doch mal aufnehmen für Montag, also für heute. Ja, ich hoffe, ihr kommt jetzt auch noch klar ohne. Okay, aber wir kommen Alben wieder ein bisschen näher. Vorher war er über 2 Sekunden weg. Ich weiß nicht, ob sie auch Probleme haben oder ob ich jetzt einfach besser fahre. Ich weiß es nicht. Oh lol, Rundenbestzeit. Let's go, das war sowas von wichtig.
Dann hätten wir zumindest die, wenn wir das Podest verwählen. Aber wir kommen Alben halt schon immer näher, Digga. Also vielleicht können wir Glück haben. Ist eigentlich Verstappen ausgeschieden? Ah ne, er ist zweitletzter. Lol. Nein, oh mein Gott. Scheiße. Mann, ich muss die jetzt vorlassen. Ich bin der beste Formel 1 Fahrer, den es gibt. Wusstet ihr das schon? Oh, das ist doch nicht wahr, ey. Oh, wir können noch gerade ganz kurz, bevor dass wir hier ausgebrochen sind, so richtig. Können wir es fangen? Oh mein Gott. Glück gehabt. Oh. Okay, ich versuche jetzt... Ach, scheiße, jetzt haben wir Alan wieder komplett verloren. Mann, so dumm. Versuche mich jetzt wieder an ihn ranzutasten. Okay, ich sollte diese Runde in die Box kommen, hat er gerade gesagt. Dann machen wir das danach doch kurz. Okay, wir gehen direkt an die Box mit Vollgas. Boah, Alter. Richtige Vollbremsung kurz hingelegt, aber egal. Okay, kommt schon, Leute. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Come on, come on, come on. Okay, 2,6, das ist wirklich nicht mal so langsam. Okay, das ist relativ gut sogar. Okay, wir sind jetzt halt Siebter, logischerweise. Aber egal. Ja, ich versuch's. Mal gucken, ob ich es zu Ende bringe. Mit dieser Reifen. Yo! Ja, ganz geil, Digga. Wie wollte ich das denn machen? 5 Sekunden! Ey, warte, nee, das will ich nicht. Yo, wie hätte ich da denn so krass abbremsen müssen? Ich konnte das Auto erst ab hier übernehmen. Und ich habe es so spät realisiert. Okay, warte, einfach ab hier. Ach nee, ich kann tatsächlich das Gas erst ab hier übernehmen. Da muss ich direkt Vollbremsung gefühlt machen. Alles klar, Digga. Alles klar. Okay, jetzt möglichst viel Zeit aufholen und möglichst nahe zu Hamilton kommen noch. Weiß nicht, Bottas ist scheinbar noch nicht an die Box gegangen. Diese. Ach klar, kann er ja gar nicht, wenn Hamilton da ging. Lol. Oh, guck mal. Da ist Albon. Albon, komm schon. Zieh, Auto, zieh. Ja, wir konnten ihn noch überholen. Oh, zum Glück. Ja, jetzt ist aber das Problem, weil wahrscheinlich will er uns gleich wieder überholen. Ganz ehrlich, mit dem dritten Platz wäre ich so zufrieden, weil besser wird es wahrscheinlich eh nicht mehr laufen. Wir müssen ihn jetzt einfach verteidigen, um jeden Preis. Oh nein, oh Gott, Alter, zum Glück gab's nur die Verwarnung, Digga. Ich dachte gerade, ich habe abkürzt. Scheiße, aber ich habe viel Zeit verloren. Oh, scheiße. Naja, noch bin ich Zweiter, noch 3 Runden to go. Oh, lol. Also irgendwas ist bei meinem Auto gerade am Anschlag, so richtig. Ich habe nicht ganz verstanden, was. Ich glaube, der Turbo. Das ist scheiße. Oh, okay, das ist aber gut. Nee, also irgendwie der Turbo, der ist halt dafür da zum Beschleunigen, dass man besser beschleunigt. Aber der ist halt scheinbar, ja. Nee, also jetzt ist scheinbar wirklich das Problem, dass wir Probleme haben könnten mit unserem Turbo. Das bedeutet, wir könnten nicht mehr richtig gut beschleunigen. Also wir könnten noch beschleunigen, aber es geht scheinbar dann einfach langsamer. Das ist nicht so geil. Boah, Alter, da hat mich noch fast aus der Kurve genommen. Scheiße, ey. Alter, aber Leute, guck mal, wie nach, dass ich trotzdem an denen war. Sie waren vorhin gerade erst in die Kurve. Und der Helm ist jetzt mittlerweile schon fast wieder nur 5 Sekunden hinter mir. Man ist immerhin schon das. Und die vorderen auch nur noch 4. Ist aber auch schon mehr. Okay, Leute, letzte Runde. Come on. Bitte, Turbo, halte noch durch. Und bitte, hoffentlich knackt jetzt nicht in der letzten Runde noch irgendjemand die Bestzeit. Da hätten wir nämlich so einen Spezialisten, und zwar der erste Platz. Ich hätte das ja auch schon in Real Life paar Mal geschafft. Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, wir kommen ins Ziel. Alter, guck mal, Hamilton ist jetzt nur noch 3 Sekunden vor uns. Ey, es läuft gerade voll gut. Da vorne ist auch die letzte Kurve. Wir speeden jetzt einfach nochmal durch mit ERS. Also mit dem Dings hier unten. Ach, wie heißt die Scheiße? Ja, ERS halt. Oh, knacken wir noch die Bestzeit. Nee, Digga, okay, aber oh mein Gott, wir sind noch Dritter geworden. Okay, dritter Platz, Alter, trotz Motorverschleißprobleme. Was, danke sehr, Digga, ich kann euch danken, das eigentlich nicht. nee, also danke auf jeden Fall an mein Team. Boah, da bin ich. Dritter Platz, let's go. Okay, ja, ich glaube, das müssen wir nicht gucken, das kennen wir ja mittlerweile schon, ja. Okay, Leute, wir sind jetzt back in unserem Hauptquartier. Vergesst nicht, bei meinem Netzwerk vorbeizuschauen. Plus vielleicht etwas über meinen Instant Gaming-Link zu kaufen, irgendein cooles Spiel. Ja, das war's mit diesem Dings Formel 1, mit diesem Video Formel 1. Trotz, dass die Facecam ausgefallen ist, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Boah, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!
what do you see as it twists itself beneath?